Etwa jede fünfte Frau zwischen 30 und 55 Jahren leidet an Menorrhagie. Für die meisten Betroffenen bedeutet das eine starke Einschränkung ihrer Lebensqualität. Medikamentöse, hormonelle oder gezielte operative Therapien können helfen, den Alltag der Betroffenen zu normalisieren. Weit verbreitet ist auch noch die Hysterektomie. Doch es gibt uteruserhaltende Alternativen. Bei der Wahl der Alternative wird zwischen strukturellen und nicht strukturellen Ursachen der starken Blutungen unterschieden. Zu den strukturellen Ursachen zählen unter anderem Myome und Polypen. Diese können schonend mit MyoSure entfernt werden. Empfehlenswert ist dies besonders bei Frauen mit Kinderwunsch. Beim Vorliegen von nicht strukturellen Ursachen ist die impedanzgesteuerte Endometriumablation mit NovaSure eine schonende und uteruserhaltende Therapieform. Hierbei passt sich eine bipolare Netzelektrode individuell an die Uterushöhle der Patientin an. Über diese Elektrode erfolgt die Energieabgabe an das Endometrium. Eine Behandlung mit NovaSure dauert durchschnittlich 90 Sekunden, der Eingriff weniger als 5 Minuten. Das Ergebnis? Auch 3 und 5 Jahre nach der Ablation leiden 97% bzw. 98% der Frauen nicht mehr unter starken Regelblutungen. Und 97% der Patientinnen würden eine NovaSure-Behandlung weiterempfehlen. Aus gutem Grund. Die Behandlung mit NovaSure kann zyklusunabhängig und ohne Hormonvorbehandlung durchgeführt werden. Die uteruserhaltende Operationsmethode ist schnell und einfach durch die Operierenden zu erlernen und durch automatisierte Tests und interne Kontrollen sicher. Hochfrequenzenergie und Netzgröße werden individuell auf die Patientin abgestimmt. Der schnelle Eingriff ist sanft und auch gesundheitsökonomisch sinnvoll. NovaSure wurde weltweit bereits über 3 Millionen Mal zur Therapie bei starken Regelblutungen angewandt. NovaSure ist ein Produkt von Hologic. Hologic – leistungsstarke Innovationen.